Um einen getätigten Umsatztag in Wabi Profi 3 aus der Kasse heraus abzuschließen, führt man den sogenannten Tagesabschluss durch. Dürfte jetzt kein Fremdwort für fast jeden von Ihnen sein, müsste geläufig sein, aber wir gehen trotzdem noch mal kurz darauf ein. Der Tagesabschluss ist der Abschluss eines Umsatztages und die Zusammenaddierung oder Aufaddierung von getätigten Umsätzen. Okay, zu einem Journal, das dann ausgedruckt werden kann und natürlich im System auch hinterlegt und abgespeichert wird. Wie kommen Sie nun zum Tagesabschluss? Zum Tagesabschluss kommen Sie, wenn Sie auf Ausgang klicken und nun auf den Button Tagesabschluss Z klicken. Dieser Tagesabschluss Z ist dann aktiv, wenn Sie in den Systemeinstellungen auch bei getätigten Nullumsätzen, das heißt, wenn Sie keinen Umsatz gemacht haben, können Sie trotzdem sagen, Administration, Systemeinstellungen, Verkauf, Verhalten und Optik. Hier können Sie bestimmen, ob auch null Tagesabschlüsse zulässig sind. Warum auch immer. Wird wahrscheinlich eher nicht vorkommen, aber theoretisch ist ja alles möglich. Ich hoffe es natürlich nicht für Sie. Okay. So, also ich würde dieses Häkchen auf jeden Fall setzen in den Systemeinstellungen und nun können wir unsere Umsätze tätigen. Dieser Tagesabschluss ist bitte nicht zu verwechseln mit dem Zwischenbericht, den Sie über die Toolbox Zwischenbericht X-Bone erreichen können. Oder natürlich einfach nur F12 drücken können. Das ist der Shortcut für den Zwischenbericht. Okay, kommen wir zum Tagesabschluss. Das heißt, wir haben jetzt Umsätze getätigt. Schauen wir uns im Zwischenbericht an. Das heißt, wir haben jetzt hier 146 Euro Umsatz generiert in Bar und 85 Euro in EC. So, damit wir einen Gesamtumsatz hier von 231,94 hatten, einen Kassenanfangsbestand von 300 und somit einen neuen mitlaufenden Bestand von 300 plus Einnahme haben, sprich 446,94. Das sollte uns nun unser Tagesabschluss auch wiedergeben. Wir gehen auf Ausgang, Tagesabschluss. Jetzt werden Sie in Wabi Profi 3 gefragt, hey, Benutzerlist wirklich für diese Kasse und für heute, sprich den 7.3., einen Abschluss durchführen. Wenn wir das wollen, sagen wir ja, akzeptieren. Nun werden wir erneut gefragt und sagen, bist du dir wirklich sicher? Warum kommt diese Information oder diese Fragestellung zweimal? Ganz einfach, Wabi Profi 3 will sicher gehen, damit sie wirklich den Umsatztag heute beenden. Denn es könnte ja sein, dass man aus Versehen sagt, ja, ich will den Tagesabschluss durchführen, ja, ja, passt schon. Und dann sagt man, ach leck, habe ich einen Fehler gemacht. Deswegen werden sie einfach zweimal gefragt, ist ja nichts Schlimmes. Das sage ich, ja, will ich durchführen. Das heißt, sie haben jetzt ihren Laden zugesperrt, es kann kein Kunde mehr rein. Ich sage Tagesabschluss durchführen. Jetzt haben wir das neue Fensterchen vor uns und wenn wir nun auf Schließen gehen würden, weil sie gesagt haben, ah, ich habe mich doch vertan, obwohl sie zweimal gefragt wurden und sie haben einmal bestätigen müssen, dass sie es wollen, sagt er, jetzt ist vorbei, lieber Benutzer, weil du hast gesagt, jetzt wir wollen einen Tagesabschluss machen. Wir müssen ihn erst ausdrucken. Okay. An dieser Stelle würde ich gerne das Beispiel mit einem Auto bringen, das auf die Autobahn fährt. Das heißt, wenn Sie auf die Autobahn fahren wollen, haben Sie, bevor Sie auf die Auffahrt rauffahren, noch die Möglichkeit umzudrehen. Sollten Sie den Blinker gesetzt haben, was unserer ersten Frage entspricht, wollen Sie den Tagesabschluss durchführen, können Sie immer noch sagen, ja, Blinker raus, ich fahre geradeaus weiter. Wenn Sie vielleicht 5 Meter auf der Auffahrt drauf sind, könnten Sie noch gleich schnell wenden, was unserer zweiten Frage nachkommt. Wenn Sie allerdings schon auf der Autobahn sind, müssen Sie bis zur nächsten Ausfahrt fahren. Und Sie verzeihen mir dieses bildliche Beispiel, aber es ist durchaus treffend, dass man sagt, es gibt immer einen Weg oder irgendwann gibt es einen Punkt of No Return. Das heißt, da wo ich nicht mehr zurückkomme, wo es nur noch nach vorne geht. Und bis dahin habe ich die Möglichkeit abzubrechen oder das Ganze zurückzuziehen. Aber wenn Sie zweimal gesagt haben, ich will und am Anfang gesagt haben, jetzt machen wir Tagesabschluss, dann ist vorbei. Dann müssen Sie den Tagesabschluss durchführen. Ist aber auch kein Problem, es gibt noch eine Möglichkeit, dass Sie trotz Tagesabschlusses für den gleichen Tag noch Umsätze tätigen können, zeige ich Ihnen anschließend. Okay, also lange geredet, Tagesabschluss haben wir vor uns. Sie sollten, und da möchte ich auch bitte an Sie appellieren, wenn Sie Ausnahmen oder wenn Sie getätigte Entnahmen der Kasse haben, machen wir einfach, dass Sie sagen, ich habe jetzt 5 Euro für Bürobedarf, genau, herausgenommen, dann sollten Sie diese 5 Euro auch gleich eintragen. Und zwar, ich dokumentiere das jetzt gar nicht großartig, weil das ist ein separates Video, diese Ausgaben. Und das Ganze will ich jetzt bezahlen von der Kasse. Und dann sage ich hier einfach Sonstiges, ist doch wurscht. Und ich sage Speichern, ja, Ausgang, fertig. So, nun haben wir unsere 5 Euro Ausgaben drin.
Das sollten Sie bitte gleich machen. Und Sie haben gesehen, das Erfassen einer Ausgabe kann, je nachdem, wie oft Sie es gemacht haben, sehr, sehr schnell gehen. Und es war mit Sicherheit jetzt vielleicht 30 Sekunden oder sowas. So, und wenn Sie da drei Ausgaben haben, ja, dann brauchen Sie halt 1,5 Minuten, aber ist ja kein Problem. Der Vorteil ist, Wabi Profi 3 hat ein integriertes Kassenbuch. Dieses Kassenbuch können Sie zu einem beliebigen Zeit oder am Monatsende oder wann Sie wollen ausdrucken und Sie haben tatsächlich am Monatsende innerhalb von 1 Minute Ihr komplett ausgedrucktes Kassenbuch vor sich liegen. Also je nachdem, wie schnell Ihr Drucker halt ist, ne? Kann aber nur funktionieren, wenn Sie die Informationen eingeben. Denn auch in einem Kassenbuch müssten Sie ja eintragen, dass Sie jetzt 5 Euro herausgenommen haben. Ist ja klar. Genauso verhält es sich natürlich mit Löhne. Wenn Sie sagen, ich habe jetzt für 100 Euro Löhne ausbezahlt an die Frau Meier, dann müssen Sie das eintragen. Auch können Sie natürlich sagen, oder werden Ihnen hier eventuell eingelöste Gutscheine angezeigt. Oder wenn Sie etwas privat entnommen haben. Oder wenn Sie privat Einlagen gemacht haben, dass Sie gesagt haben, ich nehme jetzt 100 Euro von meinem Geschäftskonto und lege das in die Kasse hinein, weil Sie vielleicht morgen eine Warenlieferung erwarten, die Sie per Nachname bezahlen müssen, wie auch immer. Und hierzu stellt Ihnen Wabi Profi 3 auch diese Eingabeformulare hier auf der rechten Seite zur Verfügung. Ausgaben, Löhne, Einzahlungen, Privateinlagen und Privatentnahmen. Okay, so, von der Aufteilung ist es relativ klar. Wir haben hier eine komplette Kassenbewegung. Wir haben hier eine EC-Summe, in der die komplette Warenabgabesumme drin ist, von der dann eingelöste Gutscheine abgezogen werden. Und als Information erhalten Sie hier die Summe von eventuell neu erstellten Gutscheinen. Genauso ist es bei den Bar. Wir haben Ausgabelöhne, eingelöste Gutscheine, Privatentnahmen und Privateinlagen. Somit ergibt sich ein errechneter Tagesbestand in der Kasse in Bar. Und wir haben natürlich einen Mitlaufbestand. Und da bitte ich, das noch im Hinterkopf zu behalten, Mitlaufbestand. Und zwar der Mitlaufbestand des Vortages oder des letzten Abschlusses, je nachdem. So, wenn hier 300 drin steht, haben wir natürlich Mitlaufbestand 300 plus Einnahmen 141 ist verbleibender Kassenbestand 441, weil sich diese beiden Summen aufsummieren. Auf der linken Seite haben wir eine generelle Information, wie viele Kunden wir gehabt haben, wie viel Artikel wir verkauft haben und welcher Durchschnittskaufwert wir hatten, wie viele neu erstellte Gutscheine wir gehabt haben, ausbezahlte Gutscheine oder eventuelle Warenrückläufe, das heißt Warenrückgaben. Okay, was gibt es hier noch zu sagen? Sie können hier wählen, ob Ihr Tagesjournal generell auf den Tondrucker oder auf einen DIN A4 Drucker ausgedruckt werden soll. Bei einem Tagesabschluss ist die Vorschau nicht zulässig. So, weil Sie müssen es ausdrucken. Weil Sie müssen es ja auch am Steuerberater geben oder gegebenenfalls im Finanzamt vorlegen. Was hingegen interessant ist, ist die Rohertragsliste. Hier können Sie dann einsehen, wie viel haben Sie an den jeweiligen Verkäufen verdient. Oder Sie könnten hier sagen, mit Detailauflistung. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich sage, Journal drucken. Nun könnten wir unser Wechselgeld zählen. Dass ich sage, okay, ich will jetzt mein Wechselgeld zählen. Und da gebe ich einfach die Anzahl meiner Münzen ein. Ist doch egal. So und so weiter, ne? Und dann sage ich übernehmen und schließen. So, jetzt wird unser Tagesjournal gedruckt und alles ist weg. Nee, weg ist es nicht. Unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen finden wir nun unsere getätigten Umsätze in der Kasse. Das heißt, wir hatten hier unsere Eröffnungsbuchung, das heißt unser eröffneter Mitlaufbestand. Wir haben Gutscheine verkauft mit 20 Euro. Wir haben Tagesumsätze für 126,94 getätigt und wir haben 5 Euro an Bürobedarf herausgenommen. Cool. Auch finden wir nun bei unserem Geschäftskonto unseren getätigten EC-Tagesumsatz am 7.3. in Höhe von 85 Euro, den wir dann verbuchen könnten. Okay. Wenn wir uns das Ganze nun bei Auswertungen Kassenbuch ansehen, sehen Sie, dass wir nun Ihr Kassenbuch vor sich haben, in dem natürlich Ihre Einnahmen, Ihre verkauften Gutscheine, Ihre getätigten Entnahmen auch aufgelistet werden. Eine Frage, die an der Stelle immer wieder auftaucht, jetzt habe ich vergessen, ich habe einen Tagesabschluss gemacht und ich habe vergessen, dass ich das Geld auf die Bank, dass ich das Geld eintrage, das ich auf die Bank bringe. Das ist super. Tagesabschlüsse sind unveränderbar. Also da können Sie nichts mehr dran machen.
vor allem an steuerrelevanten Informationen. Aber wenn es einfach an der Stelle darum geht, dass man sagt, ich habe vergessen, etwas einzutragen, und zwar nicht in Form eines Umsatzes, in dem Sie Umsatzsteuer abführen müssen, sondern einfach irgendwas, wo Sie sagen, es war eine Einzahlung und ich habe vergessen, hier diesen Bürobedarf oder diesen Lohnentnahme einzutragen, ist kein Problem. Dann gehen Sie auf Journalkopien, gehen auf das Datum Ihres Abschlusses, sagen nun, ich gehe auf Einzahlungen, weil wir jetzt einfach sagen, wir haben vergessen, 50 Euro auf die Bank zu tragen. Und sagen nun, unser Geschäftskonto erhält jetzt von der Kasse an einem Tag einen Betrag, und zwar, ich sage jetzt mal 50 Euro, und ich speichere mir das Ganze. Ich bitte mal hier zu beachten, Einzahlungen für Datum steht noch 0 da, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, jupp, dann haben wir das gespeichert. Wir haben nun hier bei unserem Tagesjournal Einzahlungen für Datum. Zusammengefasst, Umsätze in Bar oder Umsätze, die in Bar oder in EC getätigt wurden, natürlich auch Rechnungen und so weiter, können natürlich für einen Abschlusstag nicht mehr revidiert, sprich geändert werden. Aber natürlich alles, was benutzerabhängig ist und wo der Benutzer einfach was vergessen hat, sprich eine getätigte Ausnahme, ein entnommener Lohn, eine getätigte Privatentnahme oder eventuell eine getätigte Privateinlage, können selbstverständlich im Nachhinein hier noch eingetragen werden. Ich bitte Sie bloß zu berücksichtigen, dass wenn wir in unserem Beispiel heute den 7., also heute den 20.03. hätten, wohlgemerkt, theoretisches Beispiel, und Ihnen würde einfallen, dass Sie am 7.03. hier diese Ausgabe in Höhe von 5 Euro vergessen haben einzutragen, müssen Sie selbstverständlich ab dem Änderungsdatum, in unserem Beispiel der 7.03., bis zum heutigen Tag, in unserem theoretischen Beispiel der 20.03., alle Tagesjournale nachdrucken. Und zwar müssen Sie dann auf das dementsprechende Datum klicken und dann sagen Journalkopie. Na, Journalkopie ist natürlich nur dann aktiv, wenn für den Tag auch Umsätze getätigt wurden. Und wenn hier keinerlei Buchungen drin sind, dann ist natürlich Journalkopie nicht aktiv, ist ja auch klar. Okay, also das bitte ich Sie zu berücksichtigen, weil, nochmal für diejenigen, die es nicht ganz verstanden haben, wenn wir unser Tageskassenbestand am 7.03. ohne die getätigte Ausgabe, war ja 146,94 und das ist auf Ihren Tagesabschluss, den Sie ausgedruckt haben, drauf. Und wenn Sie jetzt nun hergehen und diese 5 Euro zwar eintragen, aber das Tagesjournal nicht aktualisieren, also nicht nachdrucken, steht hier immer noch 146,94 drauf, anstatt die verminderte Summe der Entnahme von 141,94. Es dürfte klar sein. So, jetzt kommen wir dann zu der Situation, dass Sie sagen, okay, ich habe jetzt Abschluss gemacht, egal ob Sie es jetzt gemacht haben, als der Laden zu war oder noch offen war. Und jetzt kommt doch tatsächlich noch ein Kunde. So, und Sie sind noch in der Software und unser Datum, sprich der 7.03., hat sich nicht geändert. Was machen Sie dann? Sie gehen in die Kasse hinein und nun sagt Wavi Profi 3, hey, für heute ist der Tagesabschluss gemacht. Na? Also, gib mir mal bitte den nächsten Umsatztag. Also, wir sagen, okay, der nächste Umsatztag in unserem Beispiel ist der 8.03. Hier sage ich übernehmen, bestätige die Abfrage und nun können wir Umsätze tätigen. So, und zwar, wir sehen es hier oben in der Titelleiste der Kasse. Verkauf, Kasse 1, Verkäufer Max Mustermann, Umsatztag ist der 8.03. und heute ist der 7.03. Das bedeutet im Klartext, dass die Umsätze, die Sie zwar am 7.03. nach dem getätigten Tagesabschluss durchführen, auf den nächsten Umsatztag, sprich den 8.03. verbucht werden. Also alles gut. So haben Sie die Möglichkeit, nach einem getätigten Abschluss am gleichen Tag noch Umsätze zu tätigen, die auch sauber verbucht werden. Ja, ich denke, das war es jetzt mit dem Tagesjournal. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und für Fragen einfach E-Mail schreiben, anrufen, wie auch immer. Danke, tschüss.